Minuten haben, würde ich jetzt einfach mal ganz kurz nur Hallo sagen und dann auch gleich an Frank weitergeben und auch an Harald, der auch hier im Chat ist oder im Webinar ist. Wir haben letzte Woche uns getroffen von der anderen Seite. Da haben wir Adverity bei der DIVA-E einmal vorgestellt, um die Partnerschaft, die wir schon vor einiger Zeit geschlossen haben, nochmal so ein bisschen auf so ein Niveau zu bringen, wo wir jetzt auch ein bisschen mehr operativ werden. Das bedeutet, dass wir auch in nächster Zeit ein bisschen mehr Marketing miteinander machen werden, dass wir geplant haben, Webinars zu machen. Und es gibt ja auch von euch aus Wien schon einige Anfragen an mich und ich habe sie auch weitergeleitet an Frank. Wie das mit der Zusammenarbeit funktionieren könnte und dass man vielleicht auch Kunden hat, wo das ja durchaus Sinn machen könnte, in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Aufgrund von Corona sind da ein paar Dinge auch verschoben worden. Ein paar Dinge sind jetzt nach der Sommerzeit dann auch, wie sie weitergehen sollen. Insofern wäre es immer ganz gut, haben wir gesagt, uns gegenseitig einmal zu erzählen, was machen wir eigentlich. Und wie gesagt, wir haben letzte Woche, der Bruno vor allen Dingen, 120 Kollegen von der DIVA-E gesprochen. Die waren dann gemutet, weil das wäre, glaube ich, dann doch manchmal, sitzt man doch draußen und hört die Vöglein zwitschern. Bei mir ist es auch laut, ich werde mich auch gleich muten, weil mein Dach wird immer noch gemacht. Nach auch 8 Wochen sind die noch nicht fertig. Ich habe so ein Cabrio-Dach jetzt auf dem Haus. Schön ist, Sommer geht's ja. Ja, also der Sinn heute ist einfach, dass wir verstehen, was für ein Leistungsniveau eigentlich DIVA hat und wo kann man DIVA-E partnerschaftlich auch nutzen, weil das Thema Implementierung bei uns durchaus ein Thema ist, wo wir vielleicht gewisse Dinge nicht immer ganz alleine machen können, insbesondere wenn es dann vielleicht auch darum geht, über unsere Software hinaus etwas anzubieten, über unser Tool, über unsere Plattform hinaus letztlich Dienstleistungen und vielleicht auch Technik anzubieten. Wenn es vielleicht zum Beispiel darum geht, noch ein Data Warehouse aufzubauen, was auch immer, in Amazon oder was auch immer. Und da könnte die DIVA-E uns helfen. Und das werden wir heute in der nächsten Stunde, jetzt sind es noch 57 Minuten, ich habe hier echt versucht, kurz zu halten, erfahren, was alles geht. Und da würde ich an Frank weitergeben, der heute, glaube ich, das Leadership hatte in diesem Webinar. Genau. Annabella, ich glaube, du wolltest noch von Seiten Marketing dich Genau, vorstellen. nun ein kurzes herzliches Willkommen auch von uns zur Vorstellung. Wir freuen uns, dass ihr heute mit dabei seid. Mein Name ist Annabella und ich bin im Marketing bei DIVA-E tätig und übernehme heute so ein bisschen die Moderation. Und bevor ich auch gleich an die Referenten übergebe, wollte ich euch noch auf die Fragebox an der Seite beim GoToWebinar-Bedienpanel aufmerksam machen. Also falls Fragen dazwischen reinkommen, könnt ihr natürlich auch einfach sprechen am Ende, weil wir nicht so viele Teilnehmer sind. Aber ansonsten gerne in die Fragebox und dann stelle ich die auch später vor. Genau, ich übergebe jetzt an den Frank und ich wünsche euch allen viel Spaß und spannende Einblicke. Bis später. Genau, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Raufuß und ich blätter gleich mal ein bisschen weiter. Ich hoffe, ihr seht alle den Screen. Bin Geschäftsführer und CEO von der DIVA-E Products. Wir haben 4 Einheiten. Die DIVA-E Products kümmert sich um die ganzen eigenen Produkte, aber auch Produkte und Implementierungen, Lösungen im insbesondere im Bereich Marketing, auch mit Partnergesellschaften und Partner, strategische Partner, wie es entsprechend Adverity ist. Vielleicht zu meinem Hintergrund, ich bin jetzt seit Anfang 2016 bei DIVA-E in dieser Rolle und war davor über 10 Jahre im Telekommunikationsbusiness O2 Telefonica Deutschland, genau eigentlich auf der anderen Seite tätig, sprich für O2.de, das Portal verantwortlich, mobile Portale, digitale Transformationsthemen und natürlich auch das ganze Thema, wie ich eigentlich ja, Datenqualität im Unternehmen schaffe, über die jeweiligen Kanäle hinweg. Da war auch teilweise auch Callcenter mit dabei, die ausgesteuert wurden über online, sodass ich durchaus weiß, was es denn eigentlich heißt, eine Business-Verantwortung zu sein und zu sagen, wie kriege ich denn die bestmögliche Datenqualität her? Wie kann ich entsprechende Budget-Allokationsthemen fahren? Wie kann ich entsprechend die Kanäle effizient aussteuern? Und das hat mich letztendlich auch bewegt, dann zu DIVA-E, beziehungsweise initial zu Intelliad zu gehen. Das kurz zu meiner Person. Dann darf ich an den Harald übergeben, der auf einer lauschigen Bank sitzt, im Urlaub bereits, aber dennoch es sich nicht nehmen hat lassen, hier dabei zu sein.
Genau, sehr gut. Also wenn man mit mir Verkehr hört, dann tut es mir leid. Aber ich freue mich hier zu sein. Harald Butterweg, ich bin Exit Manager Consulting bei der DWA Platforms. Das hier geht es ganz stark um Integrationsthemen, Entwicklungsthemen. Ich bin jetzt ein Stück seit über 7 Jahren in der Richtung BI Data, große Softwareentwicklung, Scaled Agile Softwareentwicklung mit dabei, auch durchaus immer und immer wieder Strategieberatung gemacht in die Richtung Data tatsächlich. Bin jetzt erst seit ein Stück unter einem Jahr bei der DWA, vorher bei anderen großen Unternehmen gewesen. Und bin im Thema CDP letztendlich reingekommen, indem wir CDPs gebaut haben, ohne zu wissen, das ist eine CDP. Und das war noch eine Großsoftwareentwicklung, wo ich den ersten Kontakt zu hatte. Und als es dann eigentlich so ziemlich klar war, es gibt das Ganze auch als Produkt und man muss da gar nicht so viel Aufwand reinstecken, wie wir da reingesteckt haben, war das ein Thema, wo ich gesagt habe, finde ich gut dabei. Da der Frank das treibt, das ist ein gutes Team. Und den Kollegen, den Christian Schäuble-Kämpfe, der ist im Urlaub und hatte jetzt da durchaus nicht die Möglichkeiten teilzunehmen. Aber der ist durchaus schon sehr fleißig mit dem Verity unterwegs. Wir gehen darauf ein, welcher Kunde da schon drauf läuft. Das ist ebenfalls ein Kollege von uns, der schon sehr weitreichende Kompetenzen im Verity-Bereich mit der Implementierung unserer Lösung aufbauen durfte. Was wir heute mitgebracht haben in der Zeit, wäre einmal die Vorstellung von DWE. Also wer ist DWE? Ich weiß nicht, wer DWE als Namen kennt, ist durchaus ein ja, junges Unternehmen. Ich erzähle auch gleich was zur Geschichte von DWE. Und letztendlich darüber zu erzählen, was ist denn eigentlich unser gemeinsamer Customer Data Platform Approach? Was macht, glaube ich, das Setup Adverity mit DWE so einzigartig, auch für den Dachmarkt, für die Kunden? Welche Expertisen werden da zusammengebracht? Und wir haben auch ein paar Cases mitgebracht, damit man einen Eindruck bekommt, welchen Themen die bei E unterwegs ist, wie wir unsere Projekte gestalten und welchen thematischen Fokus wir haben. Und dann natürlich zuletzt, beziehungsweise auch gerne zwischendrin, nachdem wir da ja eine kleinere Gruppe sind, immer auch gerne entweder Frage reinposten oder eine Frage stellen. Muss nicht bis zum Ende von eurer Seite gewartet werden, damit wir die einen oder anderen Hinweise oder Frage auch beantworten können. Aber durchaus Raum für Q&A. Vielleicht zur Einführung DWE. Wie sehen wir uns? Wir sehen sehr stark, dass, und das ist auch letztendlich unser Antrieb, dass alle Geschäfte oder alle Kunden, die wir haben, sehr stark von Transaktionen leben. Transaktionen, verstehen wir, dass es entweder ein Download sein kann, eine Transaktion, ein E-Commerce-Prozess, der abläuft, eine Transaktion, wo ich meine Adresse hinterlege, Terminvereinbarung mache und letztendlich die Portale, die bei E zur Verfügung stehen, da geht es meistens um Transaktionen. Eher seltener haben wir Portale oder Shops, dann weniger, die einen Brandfokus haben. Also sind da durchaus sehr, sehr stark E-Commerce und transaktionsbezogen fokussiert, was letztendlich auch unsere Kunden von uns erwarten. Das Gleiche, was sie von uns erwarten, ist letztendlich eine Customer Experience, wo es nicht nur darum geht, relativ schnell eine Transaktion zu erledigen, das ist der eine Fokus, sondern entsprechend auch eine Brand zu transportieren, eine Produkterfahrung zu transportieren, einen digitalen Touchpoint für den Kunden aufzubauen, der wirklich eine einzigartige Experience bereitstellt und gleichzeitig die Anforderungen, die der Kunde hat, abbildet. Und das, was DWE in diesem Kontext ist, ist eigentlich der digitale Partner, der die komplette Wertschöpfung abbildet. Komme ich später nochmal dazu, beginnend von Strategie bis hin eigentlich zu einem Rechenzentrumsbetrieb und verschiedene Disziplinen. Deswegen sehen wir uns selber als Transactional Experience Partner, auch abgekürzt als TXP. Das ist ein neuer Gattungsbegriff, wo wir auch entsprechend eine führende Position im Dachmarkt haben. Und das ist eigentlich das, warum die Kunden zu uns kommen, warum sie mit uns gerne Projekte machen, weil wir beides verbinden, Transaktionen, Customer Experience und das, sagen wir mal, im Gesamtportfolio anbieten. Wenn man sich die DWE anschaut, dann ist die DWE ein Zusammenschluss
bringen von mehreren Expertisen und auch Unternehmen. Das heißt, es gab in der Vergangenheit viele spezialisierte Agenturen. Die einen haben Rechenzentren betrieben, klassische Rechenzentrumsbetreiber mit Standorten insbesondere in Frankfurt. Die anderen waren sehr stark im SAP-Umfeld, haben Implementierungen auch im Hybris, im Bereich Adobe gemacht. Und die anderen waren vielleicht stärker im SEO-Bereich. Wenn man jetzt Intelliat nimmt, dann hatten wir eigene Softwarelösungen im Performance-Marketing-Bereich. Und so ist quasi die Idee der DIVA-E geboren worden vor ein paar Jahren, dass man sagt, wir wollen alle relevante Disziplinen in einer Firma zusammenbekommen. Das heißt, DIVA-E besteht aus 11 ehemaligen Unternehmen, ist voll integriert in Disziplinen und Bereichen unterteilt. Und erst letztes Jahr haben wir uns wieder verstärkt mit zum Beispiel der Provision, die im Adobe-Bereich unterwegs ist. Und hinter DIVA-E steht ein Private Equity Fund, der genau diese Idee, die komplette digitale Wertschöpfungskette abzubilden, finanziert. Wir sind in Deutschland E-Commerce-Partner of Choice. Das heißt, an diesen Standorten, die ihr seht, sind wir präsent. Wir haben knapp 80 Millionen Umsatz in 2019 gemacht, sind an 14 Locations präsent. Da vielleicht, wenn man da die, sagen wir, die Notes und die Flaggen dort zählt, dann kann man sich vielleicht denken, oh, das ist aber irgendwie etwas komisch. 14 stehen links, auf der anderen Seite weniger. Das heißt, wir haben an diesen Standorten, zum Beispiel München, haben wir aktuell noch 3 Standorte. Aus dieser Historie heraus werden dann im November zu einem Standort zusammenziehen. Das gleiche gilt Berlin oder in Hamburg haben wir einen Standort. Deswegen also 14 Locations, die wir aktuell haben. Es sind 800 Experten, die wir dort an Standorten in Summe haben. Und letztendlich aus der Historie heraus haben wir 20 Jahre Erfahrung eigentlich im digitalen Business. Und ich glaube, das, was uns einzigartig macht, ist, dass wir genau dieses Data-Driven Business und Data-Driven Marketing als DNA haben und verstehen, wie man Marketing-Tech-Produkte zusammenbringt, sodass sie funktionieren oder auf existierende IT-Landschaften aufsetzt. Und das macht uns letztendlich in Deutschland zu einem der Top 5 digitalen Service-Provider, wenn man den BVDW-Ranking zum Beispiel zu Rate zieht. Und unten, da gehen wir später noch darauf ein, seht ihr letztendlich, welche Partnerschaften und Expertisen wir haben. Das ist einmal der Roundup zu DIVA-E, von dem, wie wir aufgestellt sind. Und der Fokus ist der Dachmarkt. Wir haben sehr viele internationale Unternehmen auch. Wir haben aber standortmäßig den Fokus, wo wir präsent sind, in Deutschland. Letztendlich als Leading Digital Experience Partner, TXP, ist uns wichtig, entsprechend auch die Zukunft zu gestalten und genau solche innovativen Themen wie Customer Data Platform oder Data Driven Marketing voranzutreiben. Wir haben sehr viele Gespräche mit Kunden, wo es um Attributionslogiken geht, wo es nicht nur im Customer Journey Tracking ist, um Last Click, Badewanne und sonstige Dinge, sondern sehr, sehr stark eigentlich den Kunden dazu Hilfestellungen bieten, wie ich eine perfekte Attributionslogik aufbaue, wie ich perfekten Datensetup fahre, um letztendlich die beste Experience und das beste Offer personabezogen anzubieten. Und dahingehend bringen wir unsere Services ein, dass wir sagen, wir beginnen vom Service-Portfolio her bei Strategy und Consulting. Also wir haben Anfragen und Kunden, die zum Beispiel sagen, ich habe ein Filialgeschäft, ich habe ein Online-Geschäft, ich möchte beide stärker verzahnen, ich möchte eine übergreifende Experience schaffen, ich habe eine digitale Transformation, vielleicht durch Corona-Effekte noch beschleunigt vor mir. Könnt ihr mir da helfen, dass ich entsprechend die Systeme und die Kontaktpunkte sinnvoll aufbaue? Das heißt, es beginnt dann eigentlich zum Beispiel einen digitalen Transformationsauftrag, wo dann unsere Kollegen, Strategiekollegen dabei sind und Incentivierungssysteme, Organisationsformen, aber auch Strukturen und Ablaufprozesse mit dem Kunden definieren. Und aber gleichzeitig schon in diesem Bereich sehr hands-on Marketing-Expertise, Performance-Marketing-Expertise oder KPIs mit eingebracht werden, sodass es keine theoretische, strategische Übung bleibt. Also sehr stark E-Commerce-Consulting eigentlich im Vordergrund steht. Auf der anderen Seite haben wir Platform-Experience. Hier haben wir letztendlich mehrere Digital-Commerce-Expertise. Wir haben
Zugang und Erfahrung in Marketing Clouds. Wir können sämtliche Lösungen, die wir anbieten, customizen für den Kunden, sodass es perfekt eigentlich in dessen Landschaft reinpasst. Auf der anderen Seite haben wir Technology Consulting, was dann eher technisch orientiert ist. Also Platform and Experience ist eher das klassische Standard-Software-Implementierungsgeschäft. Technology Consulting geht dann eher in Richtung Daten und Datenkollektion, Interpretation, aber auch die Kanaloptimierung. Und komplementiert wird es eigentlich von dem Themenaspekt dann Growth and Performance. Also wenn ich eine Plattform habe, wenn ich die Technologie richtig aufgesetzt habe, vorher eine Strategie definiert habe, wie kann ich dann letztendlich Wachstum erzeugen? Und da sieht man durchaus auch in Performance-Aspekten Themen, wo wir auch die Diskussion mitbegleiten können beim Kunden. Möchte ich eine Private Cloud haben? Möchte ich Public Cloud haben? Möchte ich On-Premise-Lösungen bei uns im Rechenzentrum hosten? Möchte ich sie in der Cloud betreiben? Dort haben wir dort diese Expertise und diesen Serviceumfang ebenfalls im Angebot. Ich würde jetzt mal auf die einzelnen Bereiche eingehen. Im Consulting-Bereich, das ist eine kleine, feine Einheit, sind 10 Kollegen und Personen, die dort unterwegs sind und die klassische Strategie-Consulting machen, durchaus mit sehr guten Auszeichnungen versehen sind. Und das Thema eigentlich ist Personas, E-Commerce-Consulting, aber auch im Bereich Plattformauswahl und Performance-Marketing-Strategie ihren Fokus sehen. Ich würde mal sagen, das sind nicht die Kollegen vergleichbar mit McKinsey, die auf einer Flughöhe von 20.000 Metern durch die Unternehmen durchrasen und dann vielleicht die eine oder andere Herausforderung haben, wenn der Kunde sagt, und jetzt, wie tue ich es bitte und bitte morgen, sondern das sind eher die umsetzungsorientierten Strategen, die durchaus eine andere Flughöhe deutlich niedriger haben, die aber der Kunde durchaus sehr, sehr schätzt. Und gerade, weil es ja umsetzungsbezogen dann in die Strategie auch reingeht, sehr schnell auch der Brückenschlag zu Implementierungen von Softwarelösungen oder entsprechenden Prozessen geht. Dann haben wir Platform and Experience, wo man auf der rechten Seite sieht, mit welchen Softwarelösungen wir unterwegs sind. Und da haben wir viele Partnerschaften. Und ich glaube auch im Kontext von Adverity ist ganz interessant, dass wir auch eine sehr starke Partnerschaft mit SAP haben. Wir haben aber darüber hinaus genauso Partnerschaften mit Adobe, Magento, Amazon Services, Spryker, gerade sehr stark im Kommen, wo wir viele Implementationen haben, aber auch Microsoft oder Bloomreach als CMS-Systeme. Also wir sind, glaube ich, hinreichend breit aufgestellt, als dass wir sagen, wenn ein Kunde ein Shop-System, ein Portalsystem oder ein Content-Management-System von uns haben möchte, dann haben wir viele Technologien, wo wir eine starke Partnerschaft haben, wo wir letztendlich sehr gute Kontakte haben zu Technologieführern und letztendlich über AWS oder Google, Azure auch entsprechend Public Clouds anbieten und anbinden können. Der dritte Teil ist Growth and Performance. Und da ist eigentlich das Ziel, nachdem wir dort eigene Software auch haben, wie können wir Custom Insights in Performance Results übersetzen? Und das hat begonnen mit eigener Software. Wie schon vorher gesagt, haben wir dort eine Intelliate Marketing Suite, die klassisch Customer Journey Tracking anbietet, die Bid Management auf den SEA-Kanälen oder PPC-Kanälen, Facebook, Bing und Co. anbietet, bis hin eigentlich zu einem Tool Amazon ePower, wo wir vor 2 Jahren auch die Amazon Marketplace erschlossen haben. Und das war letztendlich auch der spannende Link zu Adverity, weil wir gesehen haben, Mensch, bei Adverity gibt es eine API-Schnittstelle zu IntelliAd und so sind wir eigentlich dann auch mit dem Andreas Igelsböck ins Gespräch gekommen, was können wir eigentlich noch stärker machen, weil wir letztendlich hier ja eine für uns natürlich oder im Vergleich zu Adverity beschränkte API Anbindung haben, also nur für die Kanäle, die wir aussteuern und da Re-and-Write artig, aber durchaus eine Expertise einbringen, was entsprechend einen Hintergrund hat und uns sehr intensiv beschäftigt, wie kann man eigentlich mit Daten und Performance-Marketing-Daten sehr sinnvoll umgehen. Und das bringen wir letztendlich mit DIVA-E ein und auch beim Kunden, um das bestmöglich umzusetzen.
So, Data is the new oil oder ist eigentlich das, was ich würde mal sagen, Data is the new currency, also die neue Währung. New Oil ist eigentlich fast schon ein bisschen für mich abgedroschen. Da geht es letztendlich darum zu sagen, okay, jetzt habe ich die Kanalaussteuerung, ich habe entsprechende Shop-Systeme. Wie kann ich übergreifend die Daten zusammenbringen? Und das ist für uns Adverity ein wichtiger strategischer Partner, weil wir letztendlich über Adverity es schaffen, die verschiedenen Datensilos bei den Kunden. Und es gibt immer ein Legacy-System, es gibt immer eine Legacy-Landscape, auf die wir treffen. Selten haben wir Projekte, wo der Kunde sagt, ich möchte alles komplett neu machen. Und deswegen sind Lösungen wie Adverity für uns sehr, sehr wichtig, um letztendlich dieses Datenspielen, dieses Umgehen mit Daten, aber auch Reports und Dashboards zu fahren, bis hin dann eigentlich zu Predictive Analysis auch den Kunden anzubieten, über die verschiedenen Datentöpfe zu aggregieren und entsprechend dann auch wieder Informationen zu sammeln, die für uns wichtig sind in der Aussteuerung der jeweiligen Kanäle, was entsprechend strategisch im E-Commerce-Bereich vorher mit dem Kunden definiert worden ist. Und das sind, sagen wir mal, unsere Player, mit denen wir dort unterwegs sind, mit verschiedenen Schnittstellen und Kompetenzen. Vielleicht im Performance-Marketing nochmal einmal aufgegriffen oder dann kurz ein Deep Dive, sind wir eigentlich in allen Disziplinen unterwegs. Das ist eigentlich eine klassische ja, E-Commerce-Dienstleister-Portfolio, Agentur-Portfolio, mehrfach zertifiziert, auch im Semi-Awards ausgezeichnet, was jetzt im SEA-Bereich ist. Und sagen wir von SEO bis Content-Marketing, Display, Newsletter, SEA-Affiliate-Marketing, eigentlich sehr, sehr viele Disziplinen, die wir dort bedienen. Und dahinter steht auch ehemals die Agentur One Advertising, die im deutschsprachigen Raum sehr bekannt und führend ist und durchaus auch bei den DAX-Unternehmen entsprechend ihre Leistung da bringt. Das ist einmal das, was unser Performance-Marketing-Fokus betreffend ist, neben den E-Commerce-Shops, die wir implementieren. Und wenn man drauf schaut, welches Kundenportfolio wir haben, dann sind das letztendlich unsere Kunden, die wir heute sehr schätzen und viele Projekte auch machen. Und es beginnt von der Allianz im Finanzsektor, den wir mit Versicherungen und Banken sehr stark bedienen. Es geht aber auch über Automotive, wo wir BMW als großen Kunden haben, bis hin halt zu, sagen wir, Suppliern, Bosch oder Transportation, Deutsche Bahn, bis hin aber auch zu Edeka, was ein großer Kunde ist, oder Energieversorgern, Chemieunternehmen und aber auch, und das ist unser Fokus, nicht nur große DAX-Unternehmen, sondern eben auch mittelständische Unternehmen, die durchaus größer sind. Eine Veleda, ich will mal eine Sky, wenn man es jetzt lokal auf Deutschland sieht, ist ihr großer gehobener Mittelstand, aber auch eine Schott oder Klöckner und Co. sind Unternehmen, die letztendlich, wo wir nicht nur B2C-Portale zur Verfügung stellen, sondern auch im B2B-Bereich unterwegs sind. Das heißt, wir haben eigentlich einen breiten Branchenfokus. Wir sind nicht jetzt unbedingt spezialisiert auf nur eine Branche, dass wir sagen, wir machen nur Finance, wir machen nur Insurance, sondern uns interessiert eigentlich genau dem, was ich vorher gesagt habe, wo kann man sehr gute Kundenerlebnisse mit dem Kunden definieren, digitale Touchpoints aufbauen und die Prozesse dahinterliegend optimieren, bis hin zu einer digitalen Strategie, die letztendlich die Kundenbedürfnisse bestmöglich adressiert. Und so ist auch das Portfolio zu verstehen. Vielleicht sieht man da den einen oder anderen Kunden, der von der Adverity-Seite auch bedient wird oder auch ein starker Kunde ist, wo es Anknüpfungspunkte gibt. Da würde ich mich über einen ja, Austausch sehr gerne freuen. Aber das ist mal so ein grober Überblick über unser Kundenportfolio. Gibt es bis dahin Fragen von eurer Seite? Derzeit keine Fragen, danke. Gut. Dann würden wir mal reingehen, was ist eigentlich unser Ansatz im Customer Data Bereich? Und die Folie ist, glaube ich, insbesondere für euch mehr oder weniger selbsterklärend, weil letztendlich geht es darum, dass man personalisierte Angebote haben möchte, dass diese gut sind, dass die letztendlich sich nicht wiederholen. Und das, was ich selber halt über 10 Jahre erlebt habe und davor in der Unternehmensberatung ist, dass ich halt
eine enorme Zeit dafür aufwende, Daten dafür vorzubereiten. Und letztendlich, wenn es um Aussteuerung geht, wenn es um sich überlegt, welche Kampagnen mache ich, wie mache ich die Ansprache, wie definiere ich Product Bundles, dann ist es meistens nur noch 20-30% die Zeit, die ich da eigentlich für die wichtigen und relevanten Aufgaben habe. Und deswegen ist unser Anliegen, hier den Kunden zu helfen und das insbesondere auch mit einem guten Tracking der Kundenkontaktpunkte. Und wir sind da DSGVO-konform unterwegs. Wir haben auch Partnerschaften mit Content-Management-Systemen, das ist mit der Partner UserCentrics. Die ganzen zunehmend digitalen Kontaktpunkte zusammenzubringen und auch letztendlich zu tracken und zu analysieren und dann im System wie Adverity auszuwerten oder dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das, was letztendlich insbesondere stark ist, dass man entsprechend dort diese Technologie, CDP oder Artificial Intelligence, BI und die Logik der Aussteuerung und der Datensammlung den Kunden helfen kann, personalisierte Angebote zu erstellen. Wie das ausschaut und welche Kompetenzen wir dort einbringen, würde der Harald eingehen. Harald, ich bin jetzt auf Seite 17. Genau. Ja, ich sehe es. Sehr gut. Wir haben drei große Teile, die wir letztendlich hier zusammenbringen. Das ist einmal die Softwarekompetenz, wo hier auch eine Adverity zu finden ist, aber auch große BIs und letztendlich alle Analytics-Tools, wo wir die Kompetenzen im Moment im Unternehmen haben. Wobei bei Adverity hoffen wir, dass wir natürlich gemeinsam in der Partnerschaft weiter ausbauen. Das heißt, hier sind alle am Tisch gerade gefragt sozusagen. Dann haben wir die Operation-Kompetenz, die wir dadurch, dass wir letztendlich ganze Operations-Teams haben, die sich nicht nur um Webshops, sondern letztendlich auch um komplette Softwarelösungen kümmern, Wartung haben, den Kundensupport haben, den 24/7 Support anbietet, etc. mit drin. Das heißt, da haben wir dann letztendlich die Operations, die uns hier ganz klar mit unterstützt. Und dann haben wir die Data Business Kompetenz. Die Data Business Kompetenz, die erstreckt sich tatsächlich von einem Data Maturity Model, das letztendlich dann sehr strategisch entscheidet oder sich auch anschaut, wo steht der Kunde gerade, wenn er das wissen möchte, bis letztendlich dann auch eine Datenstrategie, wie es in der Zukunft weitergehen kann, beziehungsweise dann auch eine KPI Consulting, wo man sagt, welche Kennzahlen sind jetzt gerade wichtig? Was sind meine Smart Goals? Etc. Ganz wichtig zu wissen, hier in der Data-Kompetenz ist durchaus auch die Implementierungsfähigkeit. Das ist etwas, was mich sehr, sehr begeistert hat, als ich zu DivaE kam. Ich kam vorher aus einer größeren Beratung, die jetzt nicht so ganz technikversiert von den Mitarbeitern aus war. Bei uns ist es eher so, jeder fünfte, sechste hat das große Business-Verständnis bei uns oder hat einen großen Big Picture vom Business. Und es gibt ganz, ganz viele, die letztendlich von Java über Shop-Systeme, über Datenbanken, über Custom-Entwicklung letztendlich durchführen können. Das ist ein Riesenvorteil, den ich bei uns sehe, dass wir tatsächlich die Umsetzung komplett selbst machen können und das auch nicht irgendwo outsourcen. Haben wir ganz stark als Center, wenn ich mir alleine Karlsruhe anschaue, dort haben wir unfassbar viele sehr, sehr gute Software-Engineers sitzen, mit denen ich auch die ein oder andere Projekte immer wieder zusammenarbeite mit und letztendlich auch mit reinziehe. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Da haben wir durchaus eine große Kompetenz mit drin, die wir mitbringen an den Tisch. Was bringt das Ganze? Das Ganze kommt letztendlich dazu zusammen, dass wir als ein Dienstleister letztendlich diese gesamten Kompetenzen mitbringen, wenn sie benötigt werden. Das ist aber nur modular. Das heißt, wenn wir da eine Strategie schon haben, wenn die Software schon da ist, wenn letztendlich das ganze große Bild in der eigenen Private Cloud am Kunden, dann können wir das uns in jeder Zeit anpassen, so wie es die Kundenbedürfnisse gerade letztendlich fordern. Und damit gehen wir eine Folie weiter. Frank, das genau. Ist jetzt deine, richtig? Das ist meine, richtig. Und danach. Genau, danach komme ich dann wieder. Einstellen, genau. Hier nochmal für euch dargestellt, in welchen Zahlen sind wir da eigentlich unterwegs und was haben wir denn eigentlich da für Kompetenzen. Wenn man auf der linken Seite sich das anschaut, dann ist es ja nicht nur unsere eigenen Lösungen, die wir anbieten, IntelliJet oder Amazon ePower, sondern es sind ja viele Schnittstellenkompetenzen, die sich über die Jahre bei uns entwickelt haben und erworben worden sind. Das heißt, wir haben eigentlich
15 Jahre Expertise, so lange gibt es letztendlich IntelliJet, was Schnittstellen, API-Schnittstellen betreffend ist. Wir müssen die auch ständig updaten, sind da sehr, sehr tief drin, was es Google oder Amazon betreffend ist, insbesondere, aber genauso auch Facebook und andere. Sprich, wir haben auch Anforderungen von Kunden, die sagen, ich möchte aber die in die Werte einlesen, ich möchte vielleicht noch Storno-Daten einlesen, noch diese Daten einlesen oder Marge mit berücksichtigen, wenn ich Kanäle wie Suchmaschinenmarketing aussteuere. Ich will damit sagen, dass wir sehr vielfältig mit dem Thema Schnittstellen oder API-Schnittstellen, aber auch entsprechend AI-basiertes Marketing und Marketinglösungen in Kontakt sind. Auch zum Beispiel die Google Marketing Plattform und GMP Plattform mit ihren Modulen bei unseren Kunden implementieren. Und dahingehend eigentlich das Spektrum zwischen, wie funktioniert Performance Marketing seit mehreren Jahren abbilden, aber auch die Technologiekompetenz haben. Und das spiegelt sich eigentlich in der gesamten DIVAE. Wenn man sieht, wir haben sehr, sehr viele Spezialisten, die mit Daten umgehen können, die im Bereich Data Analytics unterwegs sind. Wir haben viele Leute, die wissen, wie Performance Marketing funktioniert, wie ich entsprechend qualifizierten Traffic auf die digitalen Kontaktpunkte draufbringe über die verschiedenen Kanäle. Wir haben Projektmanager, wir haben sehr viele Software-Developer, die das, was wir letztendlich an Ideen und Konzepten mit dem Kunden entwickeln oder an Lösungen ihnen vorstellen, auch weiterentwickeln, customizen und umsetzen. Und bis hin, sagen wir, zu Sales Experts, da sehen wir unsere Projektmanager und Projektleiter, die in Teilen auch Sales Experts sind, aber eben auch dedizierte Sales Manager, die letztendlich auch Lösungen, wie sie in Verity betreffend sind, zum Kunden bringen und genau diese Fragestellungen, die ihr auf eurer Seite habt, die ihr auf unserer Seite haben, das Customer Data Platforms ist, zum Kunden bringen und auch für das Thema werben und es entsprechend auch umsetzen. Und es läuft meistens so aus, dass wir eine sehr hohe Credibility haben. Das heißt, wenn wir sagen, die Lösung, wie zum Beispiel Verity, ist eigentlich aus unserer Sicht das, was wir Marktkenntnis haben und wissen, die geeignete und beste Lösung für das Thema, wie kann ich Daten aggregieren, wie kann ich entsprechend Customer Data Platform aufbauen und das zusammenbringen und eine Ausstellungslogik darauf aufsetzen, dass da meistens Ausschreibungsprozesse selten passieren, sondern einfach unsere Meinung durchaus ein größeres Gewicht beim Kunden hat, sodass man dann auch im Prozess und Projekt nicht in einem längeren monatigen Ausschreibungsprozess ist, sondern einfach der Dienstleister, wie es die DIVAE ist, mit dem Trust, den wir haben, eine Empfehlung gibt, die dann meistens auch vom Kunden gefolgt wird. Und das ist letztendlich dem geschuldet, dass wir hier verschiedene Expertisen zusammenbringen, wie es auch der Harald schon vorher genannt hat. Wenn man jetzt auf das Datenmodell eingeht oder Data Procedure Model, dann würde der Harald nochmal vorstellen, wie wir sowas angehen und was so ein allgemeines Verfahren oder Prozess alles vorgehen ist. Genau, sehr gut. Das Data Procedure Model seht ihr jetzt auch gerade letztendlich auf der Folie. Wichtig zu wissen, das ist auch wieder ein modulares Modell. Das heißt, hier geht es nicht darum, dass wir als Dienstleister immer diesen Weg gehen, sondern das ist der preferred Weg, um letztendlich hinter ein sehr gutes Ergebnis zu erlangen. Man kann aber zu jedem Zeitpunkt einsteigen, zu jedem Zeitpunkt auch tatsächlich aussteigen. Ganz am Anfang hier steht tatsächlich eine Analyse, da geht es um das Data Maturity Model. Letztendlich, wo steht der Kunde? Welche Probleme sind doch tatsächlich beim Kunden noch zu finden? Wir gehen auch tiefer auf Kundenprobleme letztendlich hier ein und machen hier letztendlich eine Analyse der Ist-Situation und zusätzlich auch noch der Situation, wo sie hingehen könnten, das heißt zukünftigen Weg. Wichtig hier ist, wir setzen immer darauf, dann im nächsten Schritt Use Cases letztendlich zu definieren. Hier geht es darum, direkt die Anwendungsfalle zu definieren und hier auch ein Business Case dran zu hängen. Was bringt mir Use Case XY umzusetzen in der Firma? Das ist eine ganz wichtige Frage, die sich, glaube ich, schon bisher jeder Kunde gestellt hat. Die wenigsten sagen, ich habe jetzt 100.000 Euro übrig, wir machen jetzt irgendwas Cooles. Das heißt, hier geht es darum, tatsächlich einen Use Case herauszufinden, die Requirements herauszufinden und die letztendlich auch zusammen mit dem Kunden zu definieren. Dann geht es dazu, die richtige Lösung für den richtigen Anwendungsfall zu finden. Hier bei einer CDP, ja, zum Beispiel in Verity, wenn wir über einen Webshop reden, der angebunden wird, ist es vielleicht eine
eine CDP, die zusätzlich nochmal an den Webshop rangeht, vielleicht so ein Microservice dazwischen hängt oder Produkt XY, ein Klick, was oben drauf hängt, das letztendlich ein Reporting mit drin hat, ein Tableau, ein Power BI. Hier geht es darum, tatsächlich zu probieren, was brauche ich, um die Use Cases umzusetzen. Und damit springen wir auch im nächsten Punkt, den Implementierungsplan, beziehungsweise den Business Case. In dem Moment, wo ich schon mal weiß, was brauche ich denn eigentlich, welches könnte ich nehmen, heißt es, was kostet es natürlich auch. Hier kommt, wird dann oben drauf gesetzt auf, was bringt mir der Use Case generell, was kostet er mich zu implementieren, wenn ich eine Solution letztendlich mit dabei habe. Im Implementierungsplan sehen wir nicht, dass hier ein Wasserfallmodell hinterher dasteht mit am Tag X wird das gemacht, am Tag Y wird dies umgesetzt, sondern hier geht es tatsächlich darum, die Requirements sich nochmal anzuschauen und den Kunden auch intern darauf vorzubereiten, wie es dann losgehen wird. Welche Zugänge werden gebraucht? Zu welchem Datum ist die Firewall X zu setzen, etc. Die ganzen langfristigen Prozesse im Unternehmen hier schon mal zu planen und hier schon mal abzufangen, um letztendlich dann weitergehen zu können in Implementierung, dass hier dann auch tatsächlich keine Bürokratie mehr dahinter steht oder im Weg steht, mehr oder weniger. Dann geht es um eine Implementierung von einem MVP. Hier geht es tatsächlich darum, einen der Use Cases oder mehrere Use Cases durchzuziehen und dann letztendlich dann zu implementieren. Der erste MVP wäre dann so das erste Ziel, wo man letztendlich dann auch schon mal austesten kann, war es das jetzt oder was müssen wir noch verändern, in welche Richtung müssen wir das Ganze verändern. Und von diesem MVP wird dann weitergegangen letztendlich in eine weitere inkrementale Development-Phase, beziehungsweise dann ein kontinuierliches Release-Management immer und immer weiter. Das ist so das generelle Vorgehen, ganz stark am Agilen angelehnt, aber durchaus auch auf die Needs letztendlich von den großen Konzernen, die dann durchaus sagen, eigentlich wollen wir erstmal eine Analysephase haben und wollen dann letztendlich erst einmal das Ganze anschauen, evaluieren etc. Ja. Ich glaube, ergänzt dazu, wäre, Zeitleiste unten, aber das ist, glaube ich, nur eine Indikation. Ja? Also ich glaube, was man sagen genau. kann, dass man relativ schnell oder sehr schnell zum MVP kommen mit dem Kunden. Ja? Das ist uns wichtig, weil erst wenn es greifbar wird und wenn ich Use Cases einzeln mal abbilde, kann ich mir da durchaus besser was vorstellen oder erkenne auch letztendlich die Anforderungen, die noch zusätzlich notwendig sind. Ja? Und da gilt es letztendlich mal den initialen Durchstoß zu bekommen auf der Datenseite und Use Case abzubilden, aber auch eine Akzeptanz von der Organisation in der Abbildung und Darstellung zu erhalten. Gut, dann würden wir euch gerne mal ein paar Beispiele vorstellen, Kundenprojekte, auch euch mitzugeben, welchen Dimensionen sind wir dann unterwegs und welche Themen begleiten wir da. Wir haben die M-Drogeriemarkt mal mitgebracht. Ich weiß offen gesagt gar nicht, wie stark der auch zum Beispiel in Österreich präsent ist. Hier in Deutschland ist er sehr präsent und auch sehr stark vertreten, gerade im Bereich ja, Familien, Kinder. Und das machen die sehr, sehr gut. Und das haben wir ihnen letztendlich mit ihnen aufgebaut, sei es Präsenz aufzubauen im Web, im Tablet-Bereich, aber auch mobile. Und insbesondere machen die da einen sehr, sehr guten Job, dass sie sagen, ich erkenne früh, wenn es hier um Nachwuchs geht. Ich nehme letztendlich schon in der Schwangerschaft mit der Familie Kontakt auf, begleite sie contentseitig, wo wir auch sehr viel Content, Marketing und relevanten Content für sie zur Verfügung stellen und produzieren. Letztendlich wird der Kontaktpunkt digitale Plattform aufgebaut. Und das, was dann spannend ist, dass wir auch über Predictive Modelle und die Daten, die letztendlich zum Kunden gesammelt werden, eine Datenverbindung hergestellt haben, dass wir je nachdem, in welcher Phase gerade die Familie ist, steht die Geburt an, es müssen vielleicht die ersten Windeln gekauft werden, ich bin mir unsicher in den Themen, wie ich vielleicht mit dem neugeborenen Kind umgehe, bis hin zu, was mache ich in den ersten 3 Monaten, in den nächsten 6 Monaten und 12 Monaten, hier eigentlich der Kunde sehr, sehr gut begleitet wird und alle diese Datenpunkte gesammelt werden, bis hin zu, sagen wir mal, Predictive Offerings, weil letztendlich eine DM weiß,
was in der jeweiligen Phase an Produkten relevant ist, also das dem Kunden angeboten wird und hier eine Unterstützung dargestellt wird, aber auch Customer Loyalty Programs. Meistens ist es so, wenn der Kunde einmal bei der DM war und diese Erfahrung, diese Customer Experience Erfahrung gesammelt hat, dann wechselt er selten, dass er entsprechend die Artikel Baby, Familie entsprechend dann nochmal wechselt oder woanders hingeht, weil da eine sehr, sehr starke, durchaus auch emotionale Beziehung, da ist ein Anbieter, der mir hilft in diesen Phasen und mich aufklärt, entstanden ist. Das haben wir technologisch auch mit DM Tech aufgebaut. Wir haben entsprechend die Mitarbeiter dahingehend geschult und die digitalen Kontaktpunkte aufgebaut, bis hin im Hintergrund auch die Daten zusammengezogen und entsprechend da Data-Driven Marketing oder Real-Time Online Customer Base und Real-Time Advertising und Offering für die Kunden aufgebaut, und das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist mal ein Beispiel, dass wir eigentlich von der Umsetzung von digitalen Kontaktbunden bis hin zu, wie kriege ich die Daten zusammen, welche Offerings baue ich daraus, und es geht dann so weit jetzt bei dem Kunden, dass zum Beispiel Mitarbeiter von uns in der Rolle eines Produktmanagers beim Kunden sitzen und sehr stark in die Firma selbst auch integriert sind, und das ist natürlich für uns ein sehr starkes Vertrauenssignal, aber auch eine sehr große Gestaltungsmöglichkeit, die wir da beim Kunden genießen. Wenn wir eins weitergehen, dann ist es Osram, was wir noch als Beispiel genau haben. Genau, Osram ist eine dieser Fälle, wo letztendlich eine CDP gebaut wurde, bevor es CDP gab, beziehungsweise bevor hier bewusst war, dass es CDP gab. Hier ist tatsächlich die kompletten Datenerfassung, Segmentierung etc. custom gebaut worden. Hier kam man nicht aus der Richtung CDP, sondern kam letztendlich aus der Strategierichtung, wo Osram, die letztendlich für Glühbirnen bekannt sind, sich gefragt hat, wie können wir hier weitergehen? Wir haben hier letztendlich, wie viele Länder waren es, über 100 Länder, die letztendlich irgendwo angebunden sind an unser Geschäft. Und letztendlich die Daten aber nicht zusammen verarbeitet werden. Es werden auch keine Synergien genutzt. Und hier ging es dann darum, letztendlich diese Synergien aufzuzeigen. Und um diese Synergien und Data-Driven letztendlich Entscheidungen treffen zu können, ging es darum, letztendlich diese Daten auch mal zusammenzuholen. Das heißt, die ganze Synchronisation etc. wurde hier gebaut. Und dann kam aber tatsächlich von der reinen Strategiesicht dann das Ganze auf Plattform zu übergeben bei uns und hat dann hier angefangen, letztendlich wirklich eine Datenplattform zu bauen, APIs alle selber zu bauen, das Ganze auch wartbar zu bauen, dass irgendwie hinterher auch tatsächlich heute noch läuft. Es ist schon 3 Jahre her, dass die Lösung gebaut wurde. Und dann hinten dran letztendlich wurde hier ein letztendlich Tableau beziehungsweise ein ClickView damals noch draufgesetzt. Heute ist der Power BI noch mit angebunden. Das heißt, das Ganze wird weltweit letztendlich reported und die Daten kommen letztendlich relativ live, wenn man das so nennen kann. Geht es ganz stark bis in Customer Journey Tracking in der Gesamtlösung. Und dort die Synergien in den Ländern und letztendlich in den Kontinenten übergreifend zu nutzen. Genau. Edeka, das ist auch noch bei mir angesiedelt. Hier ist letztendlich ein großes Implementierungsprojekt bei Edeka, wo wir letztendlich ihnen geholfen haben, ihren Online-Shop komplett aufzusetzen. Hier ist ganz viel Wert darauf gelegt worden, letztendlich das Regionale mit reinzukriegen und auch letztendlich regional die richtigen Angebote zur Verfügung zu stellen. Ist ein sehr interessanter Kunde, CDP noch nicht so stark drin. Hier sehen wir nochmal auch eine Möglichkeit, durchaus CDP nochmal tiefer reinzubringen. Deswegen springen wir nochmal auf das nächste. Hier kommen wir zu Medi. Medi ist tatsächlich durchaus bekannt, dem einen oder anderen, weil hier letztendlich Adverity im Einsatz ist, beziehungsweise da haben wir gerade noch einen Projektstopp. Aber da geht es demnächst wieder weiter. Das wird noch tiefer mit Adverity verwurzelt sein. Um ganz kurz zu wissen, was ist bei Medi so letztendlich der Fall. Wir machen bei Medi letztendlich
nicht sehr, sehr große Reporting- bzw. Data Intelligence Projekte, aber was mit Verity auch mit drin ist, sogenannte die Preiseule. Hier geht es darum, aus ganz vielen verschiedenen Shops letztendlich die Preise zusammenzuziehen, hier ein Preismanagement steuerbar zu machen für Medi als Company. Und da geht es darum, tatsächlich alle Funnel mit reinzuholen. Hier war Verity auch mit drin und ist in Verity mit drin. Das heißt, das ganze Zusammenholen der Daten, Synchronisieren der Daten und hinterher die Weiterverarbeitung im nächsten System. Hier zwischendrin steht im Moment Verity. Aber da sind mit Sicherheit der eine oder andere von euch, beziehungsweise der Christa Schäufele-Kämpfler, nochmal viel tiefer. Also ist der Kollege, der heute leider nicht dabei sein kann, der Christian Schäufele-Kämpfer, der das letztendlich betreut von Tension-Seite her und auch auf der Verity-Instanz von uns das Ganze aufgesetzt hat. Jetzt haben wir noch einen letzten Kunden, nee, vorletzten Kunden aus dem Fashion-Bereich, Adlermode. Da haben wir sehr stark Projekte im Customer Journey Tracking gemacht und nicht nur jetzt die Paid-Kanäle, sondern auch Offline-Kanäle mit integriert im Tracking. Das heißt, Adler Mode lebt sehr stark auch vom Katalogversand und wir haben letztendlich eine Verknüpfung geschaffen, nachdem die ID, die wir erhalten, auch gleichzeitig die Kundenkarte ist, mit der Kundenkarte sich auch der Kunde im Kassensystem registriert und sie vorlegt, haben wir da eine sehr gute Matching-Möglichkeit gehabt. Und es ging darum, Offline mit Online-Kanälen zu verbinden in der Art und Form, dass wenn ein Katalog versandt ist, den Katalogimpuls und die Werbewirksamkeit von diesem Katalogversand entsprechend online mitgenommen haben und entsprechend darauf Kampagnen automatisch ausgesteuert worden sind. Und da haben wir durchaus Performance Upsides gehabt, indem man halt Suchmaschinenmarketing mit diesen Impulsen aus dem Katalogversand synchronisiert hat und entsprechend aber auch verstanden hat in der Kanal-Attributionslogik, was sind denn eigentlich die assistierenden Kanäle, ja, auf die man dann starken Wert gelegt und die nochmal verstärkt hat und was sind konvertierend starke Kanäle. Also das heißt, es ging sehr stark in eine Performance-Marketing-Analyse rein von Offline-Online-Kanälen, eine nachfolgende Budget-Allokation und haben wir letztendlich die Daten und die Tools für eine automatisierte Aussteuerung, aber auch für die Datenerhebung zusammengebracht. Und da könnte es zum Beispiel auch eine Option sein, dann darauf basierend, weil es gibt ja noch mehrere Daten, Verfügbarkeiten von den Waren, letztendlich, was muss abverkauft werden, weitere Informationen da über eine Lösung wie Verity zusammenzuziehen, zur Verfügung zu stellen, weil so weit gehen wir jetzt mit Lösungen, die nur Performance-Marketing-Aussteuerung haben, nicht. Und das wären zum Beispiel auch Anknüpfungspunkte, wo eine CDP-Plattform wie Verity für den Kunden sehr, sehr hilfreich wäre, aber wir schon sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet haben. Sky, Harald, war, glaube ich, noch einen, den du vorstellen wolltest. Harald? Ich habe schon geredet, aber ich habe mich noch nicht gehört. Achso, okay. Sorry. Ja, ich fange nochmal von vorne an. Sky ist tatsächlich einer von den Kunden, wo der Customer komplett im Mittelpunkt steht. Hier geht es tatsächlich darum, Customer-specific letztendlich alles nochmal zu automatisieren, letztendlich und für den Customer zuzuschneiden. Was haben wir hier gemacht? Hier haben wir letztendlich ganz viele Daten, die schon sehr, sehr lange gesammelt sind. Die wurden noch nie tatsächlich zum Nutzen gebracht. Hier ging es dann darum, tatsächlich Use Cases umzusetzen, diese Daten zu nutzen, sie letztendlich cross-device zu identifizieren, sämtliche Nutzer, und dann den personalisierten Touchpoint so zu nutzen, dass er auf allen Devices, offline, online, im Shop, dieselbe Experience bekommt und durch dieselbe Experience auch letztendlich sich sehr, sehr stark abgeholt fühlt und auch ganz personalisierte Offerings bekommt. Sehr erfolgreich gewesen war das Sky-Projekt und das ist tatsächlich auch so eins dieser Projekte, wo wir in der DWI von der Strategie bis letztendlich zur letzten Implementierung mit drin gewesen sind. Das ist eine sehr, sehr starke Kundenbeziehung, die auch schon sehr, sehr lange anhält.
Genau. Vielleicht so, wie verstehen wir Kundenzentriertheit und auch das Partner-Relationship? Ein bisschen bin ich schon vorher darauf eingegangen. Wenn wir Kunden betreuen, dann haben wir ein dediziertes Client Success Management Team, ja, das letztendlich in dem Einsatz der Software den Kunden begleitet und nicht nur mit der Implementierung und dem Onboarding, sondern auch weiterhin gehend dem Kunden, je nachdem, was der vertragliche Beziehung auch vorsieht, ständig und permanent zur Verfügung steht. Bis hin, wenn der Kunde sagt, ich habe diese E-Commerce-Expertise nur eingeschränkt in meinem Unternehmen, dass wir entsprechend auch Managed Services anbieten, die letztendlich auch eine Aussteuerungslogik oder bis hin in einem Beispiel Produktmanagement wir anbieten, um letztendlich sicherzustellen, dass komplett die Wertschöpfung abgedeckt wird, die Potenziale gehoben werden, aber auch entsprechend die Software, die wir dort den Kunden empfohlen haben, auch bestmöglich zum Einsatz kommt. MVPs ist ein sehr zentraler Punkt bei uns. Wir machen 90% der Umsätze mit existierenden Kunden. Die Kunden, die wir gewinnen, wenn man es mal die Top 10 Kunden nimmt, die haben eine durchschnittliche Verweildauer bei uns von 8,4 Jahren, was sehr, sehr lange ist und was darauf hindeutet, dass wir jetzt nicht eine hohe Fluktuation in der Customer Base haben, sondern wenn wir dort Produkte liefern und unseren Qualitätsanspruch entsprechend auch wertgeschätzt wird in der Implementierung, dann bleiben sie meistens sehr, sehr lange. Und gleichzeitig haben wir aufgrund der Unternehmen, die zusammengekommen sind, nach wie vor ein starkes unternehmerisches Handeln und Denken bei uns im Unternehmen, was sehr, sehr hilfreich ist im Sinne von frische Gedanken in Unternehmen reinzubringen, schnell zu agieren, eben schnell prototypische Umsetzungen voranzutreiben und das in mehr als 100 Customer Cases. Und das, was wir unter, sagen wir, Trusted Partnership verstehen, ist eben, dass wir auf C-Level mit dem Kunden agieren, dass wir auch von unserer Seite her permanent eine Betreuung über C-Level bei den großen Kunden gewährleisten, dort als relevante Ansprechpartner entsprechend unterwegs sind. Und letztendlich, ja, das Ziel ist, auch mit Ability schnellstmöglich eigentlich gemeinsame Customer Cases zu machen, weil das, was für uns wichtig ist, wenn wir den Kunden Empfehlungen geben, dass wir nicht nur theoretisch sprechen und sagen, wir haben hier gewisse Produkte, die wir empfehlen und ja, die haben folgende Funktionen und das ist eigentlich super und Gartner Quadrant oder G2 Quadrant oder sonstige Dinge. Und wenn der Kunde uns dann fragt, na und wie oft habt ihr das implementiert, wir dann das berühmte englische Wörtchen nutzen müssen, well, und dann ist das eine Pause. Das wollen wir vermeiden, indem wir eigentlich sehr schnell mit euch gemeinsam Proof Points, Customer Cases über MIDI generieren und noch viele mehr, weil dann einfach diese Wirkung, die wir heute schon haben, Trusted Partner zu sein, sehr viel stärker aussteuern und ausspielen können bei unseren Kunden. Und letztendlich kommen wir wieder zurück zu dem, wo wir gestartet sind. Glaube ich, bringt Adverity oder mit der Partnerschaft mit Adverity kommt ein wichtiger Lösungsbaustein zu uns, von dem, dass wir Kompetenzen, die wir haben, Data-Driven Business und Performance Marketing, ein tolles Tool und eine tolle Lösung mit Adverity zur Verfügung haben, um genau dieses Know-how, was wir haben, beim Kunden noch viel stärker einzubringen oder auch letztendlich den Kunden zu helfen, Data-Driven Business mit dem, was wir beide zusammenbringen, stärker auf die Straße zu bringen. Und das ist eigentlich das Ziel. Und da sind wir nach wie vor ja sehr stark auf diese Partnerschaft fokussiert und glauben, dass da echt eine sehr, sehr gute Lösung ist und haben positives Feedback von den Kunden, um letztendlich hier den Anspruch zu haben, diese Insights, die ja gewonnen werden, auch in bestmögliche Business-Entscheidungen umzusetzen und einen Mehrwert zu generieren. Das ist einmal das, was wir eigentlich beide zusammenbringen, beide Kompetenzen, einen einzigartigen Marketing-Tech-Stack für den Kunden aufzubauen, wo der Kunde meistens überfordert ist von dem Lösungsangebot, das es am Markt gibt. Ich habe auch mal ein Beispiel mitgebracht, wie so eine Partnerschaft starten kann, ist vielleicht auch ganz interessant. Ist ein ausländisches Unternehmen, Niederlande, Hippo Bloomreach. Da war DIVAE einer der ersten Partner, beziehungsweise der erste Partner, der in Deutschland Hippo Bloomreach eingeführt hat. Das war 2013. Wir haben dann gemeinsam auf einer Messe gestartet, dem Mexico Fair 2013.
Und Hippo wurde dann von Bloomreach akquiriert. Aber das war so der Startpunkt. Und spannend ist ja, was daraus entstanden ist. Und es begann mit dieser Messe 2013. Es wurde dann IFM als erste Kunde gewonnen, das letztendlich ein Hippo-Lead auch war. Also sprich, das war jetzt vergleichbar ein Lead von Adverity, wo wir den ersten Proofpoint gemeinsam aufgebaut haben. Und mit diesem Trust und diesem Proofpoint wurden letztendlich dann Kunden wie Edeka, FC Bayern gewonnen, wo wiederum diese Plattformen installiert worden sind. Nachfolgend 2016 bis 2019 Bosch, Bayer diese Lösungen eingesetzt. Und das ist eigentlich das, was wir mit euch auch starten wollen. Und wenn man sich das dann im Ergebnis mal anschaut, dann haben wir mittlerweile über 50 Hippo-Entwickler auf dieser CMS-Plattform. Wir haben 14 Kunden gewonnen. Wir machen damit einen wiederkehrenden Umsatz von ungefähr 1 Million. Und wir haben letztendlich 7 Millionen Umsatz mit Hippo Bloomreach in Projekten bis heute gemacht. Und das ist einfach ein Beispiel, wie sich so eine Partnerschaft aus unserer Sicht entwickeln kann, wo wir sehr stark auch Advokat und Empfehlungsgeber sind für eine Adverity und auch sein wollen und eigentlich daraus eine sehr schöne Geschichte entstehen kann, wie Softwarekompetenz und Implementierungskompetenz und Data-Driven-Kompetenz zusammengebracht wird. Ja, und das ist eigentlich das Ziel, was wir haben. Und wir wollen eigentlich mit euch gemeinsam, und deswegen auch danke nochmal Sven für die Möglichkeit, dass wir uns vorstellen dürfen als DIVAE, als Partner. Wir wollen die nächste Erfolgsgeschichte mit euch schreiben. Und mit Medi ist ein erster Startpunkt gelegt. Und es wäre klasse, wenn wir die nächsten 2, 3 Kunden gemeinsam mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle mit einer starken Unterstützung von euch, mit Datenkompetenz, die wir bringen oder einbringen können, gewinnen. Und letztendlich eine gemeinsame Erfolgsgeschichte schreiben. Wir werden damit eigentlich jetzt von dem, was wir mitgebracht haben, am Ende. Meine Frage wäre, ob es Fragen, Anmerkungen von eurer Seite gibt oder vielleicht zu den Projekten oder Themenaspekten oder DIVAE, die euch bewegen. Ja, erstmal vielen Dank, Frank, bevor die Fragen kommen. Eine sehr informationsreiche Präsentation. Du schickst uns sicherlich auch die Slides nochmal zu oder ich habe sie auch, so ist es nicht. Sehr spannend, glaube ich, auch gerade die Kundencases mal zu sehen, wie ihr da arbeitet, was ihr da arbeitet. Und natürlich war die Referenzliste für uns auch ganz interessant. Ja, es gibt einige bestehende Kunden, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Es gibt aber auch, glaube ich, Möglichkeiten, da einen Ausbau zu tätigen, auch von unserer Seite. Das heißt, ihr habt Kunden und ihr scheint ja sehr gute Verhältnisse zu euren Kunden zu haben, wenn man die langjährige Arbeit da sieht, wie lange ihr da in den Projekten oder mit den Kunden letztlich auch zusammenarbeitet, wie oft ihr da letztlich auch Upselling und weitere Beratungsgeschäfte machen könnt. Das heißt, das Vertrauen ist da sehr groß. Da scheint es auch einige Kunden zu geben, die auf unserer Targetliste sind. Ich denke, da müssen wir uns drüber unterhalten, wie wir da gemeinsam die nächsten Schritte machen können. Vielleicht auch nochmal für das Team, ich habe es am Anfang schon erwähnt, wir werden in nächster Zeit da auch überlegen, wie wir jetzt zum Beispiel Webinare machen können gemeinsam, wie wir Bestandskunden gemeinsam ansprechen können, wie wir unsere Kundenlisten stärker matchen können. Das wird alles in den nächsten Tagen weiterverfolgt werden. Also Frank und ich haben heute, glaube ich, auch nochmal einen Call um 11 und werden dann auch nochmal miteinander darüber reden. Das heißt, da soll es auch weitergehen, diese Partnerschaft soll leben und wir wollen nicht nur Partner haben, die irgendwann mal ein Lead bringen. Wir haben es jetzt eben bei euren Projekten gesehen, dass ihr auch mal Partner an einem Million Jahresumsatz zusätzlich bringt. Ich würde die jetzt nehmen, schon mal so als Vorkasse und dann können wir darüber reden, mit wem wir das dann abarbeiten, aber wir können auch dran arbeiten. Nochmal vielen Dank, vor allen Dingen auch Harald, da ist so mancher Koffer im Hintergrund schon geschoben worden, daran sieht man, dass das wirklich auf der Autobahnraststätte irgendwo passiert ist und das Telefonat, toll, dass du da noch die Zeit gefunden hast, uns da auch nochmal so ein paar Informationen zu geben. Und jetzt würde ich tatsächlich mal an das Team abgeben, gibt es Fragen? Taub euch. Fragen gibt es mal von meiner Seite vorerst keine. Also auch vielen Dank von meiner Seite nochmal für die Präsentation. Hat super gut geholfen, einfach zu verstehen, wie da so eine gemeinsame Partnerschaft ausschauen kann. Ich gebe Sven komplett recht, freue mich auf eine gelebte Partnerschaft, freue mich auf viele, viele gemeinsame Prozesse, auf gemeinsames Lernen voneinander. Bin vollen Mutes, dass wir da in eine gute gemeinsame Partnerschaft gehen.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht auch nochmal Feedback von unserer Seite. Also Bruno und Sven haben ja genau vor einer Woche Adverity vorgestellt. Das hat eine sehr, sehr positive Resonanz erzeugt. Bis hin, dass man gefragt hat, hey, können wir auch gemeinsam uns bei Kunden präsentieren oder mal eine Demo auch bei Kunden von uns machen. Also das ist auch eine sehr, sehr positive Resonanz. Und ich glaube, so entsteht und wirkt dann letztendlich auch eine Partnerschaft, dass man sagt, welche Gelegenheit es gibt, es sich gegenseitig dort ins Spiel zu bringen. Freuen wir uns auch ja, sehr ich glaube eben gerade... Genau, und gerade die Kundenbeispiele, die ihr mitgebracht habt, ich glaube, das hat dem Team einfach auch sehr geholfen, dass man da versteht, wie setzt ihr Projekte um, welche Projekte setzt ihr um, und dann kann man da eben auch sehr schön den Schritt gehen, wie passen wir da eben auch gemeinsam zusammen. Genau, und das Gute ist eben auch, es gab, dadurch, dass ich natürlich auch mit unserem Vertrieb so eng wie möglich zusammenarbeite, es gibt da ja auch schon einige Anfragen, wo es gemeinsame Auftritte geben könnte, auch bei Prospects, die wir beide noch nicht betreuen. Ich habe da leider dieses Logo vom FC Bayern München gesehen. Wir haben ja als HSV-Fan bekannt. Das ist jetzt kein Wettbewerber mehr von Bayern München, aber man leidet halt still. Und da sind wir bei der DFL zum Beispiel, dass wir gucken, passt das da zusammen oder sonst etwas. Wir haben noch ein, zwei andere Dinge, wo wir sagen, wir gucken mal, ob das passen kann. Das wissen wir heute noch nicht, ob es passt, aber ich glaube, wichtig ist, dass wir voneinander wissen und dass wir im richtigen Moment auch sagen können, ich habe da jemanden, der uns da unterstützen kann, wenn gerade solche Fragen kommen wie, ja, es geht mir nicht nur um die Implementierung von Adverity, es geht mir vielleicht auch um weitere Serviceleistungen, die Adverity normalerweise nicht im Portfolio hat. Da haben wir mit der DIVAE im deutschsprachigen Raum einen sehr starken Partner. Genau. Vielleicht, also Fußball sind wir auch durchaus stärker drin. Ich habe jetzt die Referenzcases nicht dabei. Bayerischer Fußballverband machen wir auch einiges. Berlin sind wir unterwegs. In Hertha sind wir ganz stark unterwegs. Genau. Und die Basel ist durchaus auch sind wir drin. Also ja, müssen wir noch zur Austria und zur Rapid und Mattersburg macht glaube ich keinen Sinn mehr, habe ich gehört. Da geht noch sowas. Lass mich ganz kurz Tschüss sagen, Leute, weil ich muss ja tatsächlich los. Wir sind auch durch. vielen Dank ans Team. Und wir hören uns dann nächste Woche irgendwann. Nee, nicht stimmt. Wir hören uns jetzt übernächste Woche. Sehr gut. Vielen Dank an alle. Genau. Wir arbeiten bei der Partnerschaft. Ich denke, wir sind auch am Ende. Wir sind auch knapp drüber. Mein nächster Call, SAP, wartet schon seit 3 Minuten. Das ist jetzt nicht so schlimm. Perfekt. Die können sehr uns gut. Warten. Ich muss auch noch warten. Dann, bis dann. Aber wir sind am Ende. Vielen Dank, Harald. Okay, tschö. Vielen Dank. Ich denke, es war, wie gesagt, sehr informativ. Ich glaube, da werden noch ein paar Fragen kommen. Das ist ja meistens so, dass man erstmal ein bisschen sacken lassen muss. Wenn man sich die Folien nochmal angeguckt hat, kommen da wahrscheinlich nochmal so ein paar Fragen und Ideen. Ich werde die teilen, die Folien, die ich schon habe. Ich habe ein PDF davon, insofern kann ich das direkt teilen. Und ja, hat mal wieder Spaß gemacht mit euch. Sehr gerne. Dann danke für eure Zeit und bei Fragen gerne auf Sven dich zukommen oder bei mir. Und ich glaube, dann werden wir das entsprechend steuern. Und ich freue mich auf die nächsten Termine oder anstehenden Termine mit euch. Prima. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns auch. Ciao. Thank you. Peace. Peace.